Vor einiger Zeit habe ich versprochen, meinem Otto einen Gesellen zur Seite zu stellen. Und nun ist es soweit. Aus diesem Sammelsurium wird der neue Microbit-gesteuerte Otto entstehen. Es gibt da die 3D-gedruckten Teile, die Servomotoren, die Kittenbot-Erweiterungskarte und zweimal einen originalen BBC-Microbit. Und natürlich gibt es auch einige Überraschungen. Die Bauanleitungen und STL-Dateien zum Microbit-gesteuerten Otto findet man zum Beispiel bei Wikifactory oder bei Thingiverse. Und dort findet man auch die Aufbauanleitung leider in Chinesisch. Nun zur ersten Überraschung. Mit meinem Slicer Simplify 3D hatte ich Probleme, die Bauteile der rechten Seite darzustellen. Ob das nun ein Problem mit dem Slicer oder ob es irgendeinen anderen Grund gibt, weiß ich im Moment nicht zu sagen. Ich habe aber die problematischen Bauteile mit NetFab Online überarbeitet und dann konnte ich sie drucken. Die nächste Überraschung kam dann beim Kittenbot Robot Bit. Meine 1856 Batterien mit einer Länge von 68,1 mm waren alle etwas zu groß und passten nicht in die Halterung. Erst ein zweiter Satz mit einer Länge von 65,3 mm ließ sich dann problemlos einlegen. Und es fehlt noch die Kalibrierung der Servomotoren. Da gab es nun keine Überraschungen mehr und ich konnte mit meinem kleinen Servotester, den ich hier schon einmal vorgestellt habe, alle Motoren in die Grundstellung fahren. Nun geht es an den Aufbau. Da halte ich mich an die Bilder in der kleinen Anleitung und schaue bei Problemen in der Wikifactory nach. Viele Kommentare wird es dazu nicht geben.
Als Hilfe beim Anschluss der Servos an den Robobit benutze ich eine Vorlage, die auf der Wikifactory-Seite zu finden ist. Zuerst habe ich die Servostecker mit den Angaben per Hand nummeriert. Und dann auf den entsprechenden Platz am Robot mitgesteckt. So ging das schnell und ohne großen Probleme. Zum Betrieb des Microbit-gesteuerten Roboters habe ich ein Programm benutzt, das über den Microbit MakeCode Editor aufgespielt wird. Zuerst lade ich mir die Datei in den MakeCode Editor. Hier zeigt sich schon eine Besonderheit: Die Servos werden am Start auf 90 Grad gesetzt. Dann wird die Datei auf den Microbit im Otto-Roboter übertragen und kurz getestet. Die Servos sollten sich alle zurücksetzen und der Robo wartet dann auf die Eingabe der Fernbedienung. Und noch einmal langsam zum Mitschauen. Das Fernsteuerungsprogramm wird zuerst in den Editor geladen und dann auf einen zweiten BBC Microbit übertragen. Das Programm ist nur sehr kurz und gibt die Zahlen 1 und 2 aus, die nach Empfang durch Otto dann eine Abfolge verschiedener Befehle triggern. So kann sich der Otto-Roboter nach vorne und nach hinten bewegen. Und in der Praxis sieht das dann so aus. Nach diesem Test baue ich den Otto nun ganz zusammen, setze den Deckel auf und fertig ist mein BBC Microbit gesteuerter Otto-Roboter. Thank you.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, Sie freuen sich mit mir über meinen kleinen Otto. Tschüss und Salü aus dem Saarland.